Hi und herzlich willkommen auf dem Channel von Green Hero. Hier erwarten euch jede Woche Neuigkeiten und Infos rund um das Thema Haustiere. Falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, klickt einmal unten auf den Button und aktiviert unbedingt die Benachrichtigung, damit ihr nichts mehr verpasst. Im Video diese Woche haben wir für euch die Top 5 Namen für weibliche Katzen. Viel Spaß! Auf Platz 5 haben wir Ellie oder Ella. Eine ganz genaue Festlegung der Bedeutung ist hier nicht ganz einfach, weil Ellie eben eine Kurzform der verschiedensten Namen sein kann. Nehmen wir zum Beispiel das englische Eleanor oder Ellen als Ursprungsname, so wären wir bei der Bedeutung schöne Fee. Gehen wir von Mariella als Ursprung von Ellie aus, so wäre die Bedeutung Juwel oder Diamant. Auf Platz 4 haben wir Mia. Mia ist die Kurzform von Maria. Diesen Namen gibt es mit verschiedenen Abwandlungen in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Dementsprechend gibt es auch hier mehrere Deutungen. Mia bedeutet unter anderem so viel wie die Widerspenstige, die Fruchtbare oder auch die Geliebte. Auf Platz 3 haben wir Lucy. Lucy ist lateinisch und ist die Kurzform von Lucia. Das bedeutet so viel wie die Helle, die Leuchtende oder die Glänzende. Und wusstet ihr übrigens, dass Katzen am ehesten auf ihren Namen anspringen und reagieren, wenn er auf I oder Y endet? Sie reagieren am meisten auf Vokale. Ich finde, das spiegelt sich auch ganz gut in unserer Top-Liste wieder. Auf Platz 2 haben wir nämlich Lilly. Lilly kann die Kurzform von wahnsinnig vielen Namen sein. Dementsprechend sind die Bedeutungen sehr unterschiedlich. Nehmen wir Lilly als eine Abwandlung von Laila, so bedeutet es Dunkelheit oder Nacht. Dazu passt auch die Übersetzung der arabischen Auslegung des Namens. Die ist nämlich finstere Nacht oder schönste aller Nächte. Geht man allerdings von Elisabeth oder Elizabeth als Ursprungsname von Lilly aus, so hat man die Bedeutung die von Gott geheiligte. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr vielfältiger Name. Auf Platz 1 haben wir einen absoluten Klassiker, der sich seit Jahren in allen Top-Listen hält. Und zwar Luna. Luna ist die lateinische Bezeichnung für den Mond. Und in der römischen Mythologie ist Luna die Mondgöttin. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare rein, wovon ihr euch inspirieren lasst bei der Namenswahl. Geht ihr zum Beispiel nach der Rasse eurer Katze? Oder lasst ihr euch von Charakter und Aussehen inspirieren? Lasst uns unbedingt Kommentare da und helft vielleicht noch anderen Leuten, eine kleine Inspiration zu geben bei der Namenswahl. Wir sehen uns nächste Woche mit dem Video zu den Top 5 männlichen Katzennamen. Bis dann. Ciao.